So, Leute, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe zu Crimson Vow bei der Pre-Release Challenge nicht mitgemacht. Leider Gottes, ich mag die Pre-Release Challenge. Ich mag sie wirklich und ich habe halt leider nicht mitmachen können. Jetzt, ein bisschen später, wurde mir das hier zugeschickt. Blutroter Bund Innistrad Pre-Release Kit. Und ich würde sagen, wir gucken da mal rein. Wie gesagt, Pre-Release Challenge machen wir ja zu jedem Pre-Release mit ein paar YouTubern eigentlich. Das letzte Mal musste ich leider aussetzen wegen Stress und ein paar Problemen. Nächstes Mal bin ich wieder dabei. Aber dann gucken wir uns dieses Mal den blutroten Bund Innistrad Pre-Release Challenge einfach mal so an. Wir haben erst einen Würfel mit dem Bats drauf. Dann haben wir einen Karton, Müll, den Code. Braucht ihr euch nicht Mühe geben, der ist schon weg. Eine wunderschöne Fledermaus, sehr cool. Und das war's. Dazu haben wir dann diese völlig recycelbares Booster. Warum die nicht daraus aus sind, verstehe ich nicht. Kann mir das irgendjemand erklären? Dankeschön. So, gucken wir uns mal an, was wir drin haben. Und zwar ist dort unser Pre-Release-Promochen drin. Das gucken wir uns direkt an. So, wir haben Grollnock. Der Allfresser, Allesfresser, 4 Mana 3-3. Immer wenn ein Frosch, den du kontrollierst, angreifst, millst du 3 Karten. Hier ist übrigens dieses 2020-Symbol. Immer wenn eine bleibende Karte von deinem Friedhof von der Bibliothek auf deinen Friedhof gelegt wird, kannst du einen Quarkmarke, was? Schicke sie mit einer Quarkmarke ins Exil. Du kannst von deinen Karten im Exil, die du besitzt und auf denen eine Quarkmarke liegt, Länder spielen und Zaubersprüche wirken. Krass. Tag, dann haben wir hier 3 von denen. Ja. Cool. Und Draft Booster. Wie immer bei den Pre-Release Kits, es sind ein paar mehr Booster, deshalb gehe ich da ein bisschen schneller durch und gucke mir nur ein bisschen die Uncommons und die Rares an. Ist das so ein Fizzle-Bizzle? Und rede nur ein bisschen darüber, es sei denn, ich finde was. Stachel bewährte Kettensäge. 3 Mana ausgerüstet, rekrutiert bis 3/3 und immer wenn sie angreift, kann man Wald opfern, um die Kreatur Trampel machen zu lassen. Was ist da denn für ein Artwork? Das sieht so strange aus. Ollenbock Eskorte, 1 Mana 1-1 Wachsamkeit. Man kann die opfern, um einer Kreatur plus 1-1 und Lifelink zu geben. Bis Unzerstörbarkeit. Nicht schlecht. Unbescholtene Reisende, 4 Mana 1-3. Zumindest besorgungsmäßig kann jeder Spieler eine Kreatur opfern. Falls er dies nicht tut, transformiere sie. Okay, dann wird es wahrscheinlich eine Vampirin sein. Jawohl. 3-3 fliegend, L plus 2 plus 0, wenn er geht, einen Mensch kontrolliert. Nicht schlecht. Alchemist Gambit. 3 Mana Hexerei. Man erhält zusätzlich einen Zug. Und das Ding hat Cleave, beziehungsweise Abspalten. Dann können wir das in den eckigen Klammern ignorieren, weil ansonsten ist es so für 3 Mana, dass wir zu Beginn des Endsegments das komplette Spiel verlieren. Das können wir verhindern, indem wir 7 Mana bezahlen statt 3. Und dann haben wir das Ding exiliert. Dann haben wir ein Gebirge und wir haben eine Foil. Das kommt gar nicht so rüber, leider. Diese ganzen Rosen, diese Zombie, dieser Vampir, oh mein Gott. 2 Mana 2-1 hat Erstschlag, solange sie angreift. Wenn sie stirbt, erzeugt ein Bluttoken. Wow. Die ist cool, das sieht richtig nice aus. Tag und noch so ein Flip-Ding. Ja, nächstes Booster. Hammer. Ich freue mich, ich mochte das Set, ich mag das Set und gehen wir mal weiter. Oh, gewaltige Macht. So ein schönes Dingen. Das ist übrigens immer noch eine sehr gruselige Karte, wenn ihr mich fragt. Wildnis. Türsteher der Hochzeit. Geil. 5 Mana 4-4 Vampirsoldat. Wenn er angreift und kann man einen Blutspielstein opfern. Falls man das tut, legen wir eine 1-1-Marke auf den und ziehen eine Karte. Das ist nicht bad. Markovsche Vergeltung. 3 Mana Hexerei, eine Kreatur kriegt. Ne, alle Kreaturen kriegen plus 1 plus 0. Oder ein Vampir deiner Wahl, den du kontrollierst, fügt Schadenspunkte in Höhe seiner Stärke zu. Oh, ist nicht schlecht. Schelmische Geisterkatze. Oh mein Gott, Geisterkatze. Oh mein Gott, die ist so süß. 2 Mana 1-1. Immer wenn die schelmische Geisterkatze einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte mit Aufstören. Das heißt, wir können die für 2 Mana aus dem Friedhof casten. Dann wird sie zu einer Aura. Katzenhafte Neugier. Die besagt, immer wenn eine Kreatur einen Kampfschaden zufügt, ziehen wir eine Karte. Dominierende Vampirin. 3 Mana 3-3. Wenn sie ins Spiel kommen, nehmen die Kontrolle über eine Kreatur, die Mana-Betrag kleiner oder gleich der Anzahl an Vampiren hat, enttappe sie, sie hat Eile. Okay, ganz nett. Wald, Wildschwein und so eine Flipkarte. Ja, ich bin begeistert. Habt ihr Pre-Release gespielt? Könnt ihr mir in die Kommentare bitte mal schreiben. Das interessiert mich mal. Ja, so.
Zurückholen. Drei Mana extra Reihe. Wir bringen eine Kreaturenkarte unserer Wahl und eine bleibende Karte unserer Wahl, die keine Kreatur ist, im Friedhof zurück auf die Hand. Und wir schicken das Ding dann ins Exil. Okay. Aasbrutspinne. Zwei Mana, zwei, drei Reichweite. Zu Beginn des Saisons müssen wir eine Karte. Vier Mana tappen, wir opfern die und erzeugen einen Kreaturenspielstein. In für jeden Kreaturenkarte in unserem Spiel Friedhof einen Kreaturenspielstein. So ist es. Verstoßener der Werwolf-Sippe. 6 Mana, 5, 4, kostet 2 Mana weniger, wenn wir einen Wolf oder einen Werwolf kontrollieren. Tagaktiv, nachtaktiv, ist er ein 6-5er Hochzeitsschmetterer. Geil. Ist er ein 6-5 Werwolf, der sagt, immer wenn ein anderer Wolf oder Werwolf stirbt, ziehen wir eine Karte. Pfad der Gefahr. 2 Mana zerstöre, 3 Mana zerstöre alle Kreaturen mit meiner Betrag 2 oder weniger. Oder für 6 Mana zerstören wir alle Kreaturen. Ziemlich bad. Gebirge, Vampir. Und wieder so eine Flipkarte. Ja, dieses Abspalten gefällt mir gar nicht. Ich finde es überhaupt nicht hübsch. Ich muss sagen, dass ich da, oh hier, 1,13, dass ich das überhaupt nicht schön finde. Mulchen, schön. Schön, schön, schön. Erzghoul von Traben. Zombie Clerica, 3-Mana-3-2. Und wenn der oder ein anderer Zombie, den du kontrollierst, stirbt, schauen wir uns die oberste Karte unserer Bibliothek an. Falls es eine Zombie-Karte ist, kann sie auf dem Vorzeichen auf die Hand nehmen. Falls du diese Karte nicht auf die Hand nimmst, lege sie auf Friedhof. Nee, kannst du sie auf Friedhof legen. Okay. Reißende Flamme, 3 Mana, Spontanzauber, fügt eine Kreatur und Planeswalker 5 Schaden zu. Falls jenes Ziel ein Geist ist, fügt der Beherrscher der bleibende Karte 2 Schaden zu. Ja, Planeswalker Geister gibt es, glaube ich, noch nicht. Kind des Rudels. Oh mein Gott, wie hübsch diese Karte ist. 4 Mana 2, 5, 4 Mana, wir erzeugen einen grünen Wolf-Spielstein und wildes Rudelmitglied. Oh nein, hat es das Kind gefressen oder ist es das Kind? Ich bin mir gerade nicht sicher. 5-5 Trampelschaden, andere Kategorie plus 1-0. Ist es das Kind? Es ist, glaube ich, das Kind. Ich hoffe, es ist das Kind. Friedhofsbeleuchter. 3 Mana, 2, 3 fliegend. Und wenn er ins Spielfeld kommt oder angreift, schick mir eine Karte aus dem Friedhof ins Exil. Und du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte deines Decks angucken. Einmal pro Zug kannst du einen Zauberspruch oben von der Bibliothek wirken, falls er einen Kartentyp mit einem von ihm exilten Karte gemeinsam hat. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Insel, tagaktiv und so eine Flipkarte. Eine Mythic. Wirklich mal eine Mythic, aber wenig von diesen. Die wollte ich gerade sagen. Wenig von denen da. Unersättlicher Gast. Ist das eine schöne Karte? Jugendwort des Jahres. Tschüss, Digga. Ja. Gucken wir mal weiter. Ankams, Ankams. Da haben wir Ankams. Oh ja. Uraltes Knotenholz. 4 Mana 1, 4. Jede Kreatur, die angreift, die Stärke höher hat als die Widerstandskraft. Andersrum. Die Widerstandskraft höher hat als die Stärke, fügt mit der Stärke mit ihrer Widerstandskraft Schaden zu. So ist es richtig. Also mit der Verteidigungsstärke. Das ist dann 4-4er. Kartografische Prüfung. 4 Mana extra Reihe. Wir schauen uns die obersten 7 Karten unser Deck an. Bringen 2 Länderkarten davon ins getappte Spiel. Legen den Rest und der beliebigen Reihenfolge drunter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, rastloser Blutsucher. 2 Mana 1, 3 zu Beginn des Endsegments. Falls du in diesem Zug Lebenspunkte verlieren hast, kriegen wir einen Bluttoken. Wir können 2 Bluttoken opfern, um den zu transformieren. Können wir nur wie eine Hexerei machen. Wenn er transformiert ist, ist es ein 3-3er. Wir kriegen auch wieder Bluttoken. Und für 5 Mana verliert jeder Spieler 2 Leben. Wir kriegen 2 Leben. Trigger für Combo. Stimme der Gesegneten. 2 Mana 2, 2 Geist Clerics. Immer wenn man Lebenspunkte dazu erhält, lädt er eine plus 1 Marke. Solange 4 oder mehr Marken auf dem sind, hat der Flugsamkeit. Wachsamkeit und Flugfähigkeit. Solange 10 oder mehr drauf sind, hat er auch noch Unzerstörbarkeit. Stark. Wer braucht noch Quasali Pride Mage? Sumpf, Wolf, Flipkarte. So, und unser letztes Booster. Gucken, was da noch drin ist. Unterbinden, auch eine ganz gute Karte. Auch eine Entdeckerdrang. 3 Mana, wir ziehen 3 Karten, werfen dann 2 Karten ab, es sei denn, wir werfen ein Standardland ab. Nicht so gut. Drom-Gol-Kavaliere. Oh mein Gott, dieses Artwork. 4 Mana, 2, 2 fliegend mit Training. Immer wenn sie mit einer Kreatur angreift, die stärker ist, kriegt sie eine besonders 1 Marke. Und immer wenn die angreift, kann man 2 Mana bezahlen. Falls man es tust, erhält eine angreifende, nicht fliegende Kreatur Flugfähigkeit, weil die mitnehmen. Cool. Ballista-Wache. 4 Mana, 4, 3. 3 Mana tappen, wir fügen dem Ziel einen Schaden zu. Okay, tagaktiv und nachtaktiv. 3 Mana fügt einem Ziel einen Schaden zu. Diese Weise Schaden so wird, kann nicht blocken. Wow, dieses Artwork, dieser dicke Werwolf mit der Ballista. Kopfloser Reiter, 3 Mana 3, 1. Immer wenn der oder ein anderer Zombie, der kein Spielstein ist, stirbt, kriegst du einen Zombie-Spielstein. Okay.
Gebirge. Voll rare. Hier ist ein Schatz und hier ist ein Ding. Voll rare. Cool. 4 Mana 2-2 kann nicht neutralisiert werden. 2 Mana tappen. Wir bringen eine Kreaturenkarte aus dem Sand ins Spiel. Falls ein Wolf oder Werwolf ist, enttappen wir das Ding. Wow, das ist mächtig. Und auf der anderen Seite, immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, in der die transformiert ist, schaue die obersten 6 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturenkarte offen auf die Hand nehmen, lege den Rest auf die Reihenfolge. Starke Karte. Werwolf. Werwolf all the way. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Blacksade. Ciao, ciao.